Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen zurück wieder bei GTA 5 Pimp My Ride. Ich habe ja gesagt, wir begeben uns jetzt mal wieder auf Autosuche. Und ja, jetzt brauchen wir erstmal irgendeine Karre auf... Ja, okay, irgendeine Karre. Hallo? Fährt einfach an mir vorbei, hallo? Du gehörst jetzt mir. Eine krasse Karre hier. Oder was ist dahinter? Der gleiche oder was? Hör mal auf. Alter, die sind auch schon krass getuned. Na gut. Jetzt sind wir wieder in der Nacht unterwegs. Du willst wirklich mich verhauen? Ja, okay. Dann gibt's halt jetzt Schläge, ne? Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So. Ja, wenn man sich hier mit Mr. Easy Racer anlegt, ist das kein Spaß. Alter, da vorne sehe ich doch. Sehe ich doch eine Limousine hier. Hallo? Aber das ist nur so ein behinderter Lincoln, oder? Nein, den Kack brauchen wir ja nicht, oder? Oder? Ja doch, das ist ein 7er. Den nehme ich. Kauf ich! Hallo? Genau, steckt mal aus auf jeden Fall. So. Ach, ja, du willst auch schon wieder Stress. Ja, wo ist er? Ja, dann komm her. Hör auf! Och, oh. 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 Ja. Du bist mir gerade hier in die Karre gefahren, das mag ich voll nicht. Aber jetzt habe ich erstmal was vor. Ich muss wieder eine Karre tunen. Oh, jetzt habe ich wieder einen Stern. Meine Fresse. So. Wo war denn die Tuning-Schmiede hier nochmal? Die war doch hier auch direkt irgendwo in der Nähe. Ach ja, okay. Okay. Müssen wir ja jetzt direkt hier abbiegen. Ah ja, das sind wieder hier diese... Also es, die Autos wiederholen sich schon in einem Viertel. Allerdings gibt es hier so viele Viertel, dass man, ja. Ist der jetzt zu Fuß? Nein, das ist ein Cop. Schauen wir mal, ob wir einfach hier reinfahren können. Ich hoffe es. Was gibt's hier noch so für geile Karren? Ah, nichts Gescheites. Hängen die Cops ab. Na, ganz stark. Oh oh, jetzt bin ich... Alter, steig in die Karre sofort wieder ein. Hey, das kann's nicht sein, oder? Meine Fresse. Und ich habe gedacht, irgendwer hat mir auch in den Kommentar geschrieben, dass ich einfach in die Werkstatt fahren soll. Dann habe ich keine Sterne mehr. Ja, jetzt ist es leider... Stimmt das nicht so ganz. Vielleicht war das mal so. Wegen dir bin ich jetzt wieder 5000 Euro leichter. Meine Fresse. So. Jetzt müssen wir da nochmal in den gleichen Bezirk fahren, sage ich jetzt mal. So, dann nehme ich mir auf jeden Fall mal, wenn es keinen interessiert, hier so die Karre hier mit, ne? Ja, interessiert, glaube ich, keinen. So. So, aber wir brauchen jetzt hier wieder anderes Radio. So. Hier stehen schon wieder so ein Lambo. Vielleicht finde ich ja hier auch irgendeine Limo. Aber ich glaube nicht. Deswegen werde ich mich jetzt mal kurz wieder in die Nähe meiner Garage navigieren. So. Und da mal gucken, dass wir mal wieder eine... Alter! Eine gescheite Karre finden. Das ist Oida. Die ist natürlich auch krass, ne? Sieht aus wie eine Viper oder so. Ah, das juckt mich jetzt schon. Aber ich habe gesagt Limousine. Allerdings ist die Karre geil. Ich nehme sie. So. Halt, stopp. Meine Karre ist das jetzt. So. Boah, Alter! Sag mal, geht's noch hier? Geht's denn noch gut? Und jetzt komme ich nicht raus. Na, ganz stark. Jetzt darf ich erst den Bus hier wegfahren. So. Schieb mal den mal ein bisschen beiseite. Fahren den Bus zurück.
So, jetzt aber schnell in die andere Karre, weil sonst erschießen mich die Cops gleich wieder. Ein Stern habe ich schon. Hier direkt mal wieder ein Verkehrschaos ausgelöst. So, ja, natürlich die Karre jetzt wieder schön im Arsch. War ja mal wieder klar, ne? Meine Fresse. So, jetzt müssen wir erstmal den Stern hier wieder loswerden. Wenn wir den dann losgeworden sind, dann tunen wir. Alter, die Karre sieht schon geil aus, ne? Und ich wollte hier mal wieder Radio ändern. So. Ja, einen Stern haben wir immer noch am Arsch. Meine Fresse, jetzt geh doch mal weg, du Kackstern. So. Ma. Ist doch jetzt behindert. Verkackter Stern, geh mal weg. Ist auch wieder so ein Lambo am Start. Also langsam kreisen sie mich ein hier. Muss ich jetzt mal schnell hier wegfahren hier. Ah ja, jetzt ist der Stern weg. Boah, das war knapp. So. Ja, in Grau sieht er natürlich nochmal eine Ecke geiler aus. Und außerdem ist er repariert. So, das passt. Diesmal auf jeden Fall wieder keine Cops am Start. Und ich werde ihn jetzt auch nicht verprügeln. Weil ich darauf jetzt keinen Bock drauf hab. Gott, wo fahre ich denn hier durch? Okay, alles klar. Okay, okay, okay. Halt, stopp. Ich muss hier in die Links. In die Links hier muss ich rein. So. Alles klärchen. Jetzt schauen wir mal, was mit der Karre so abgeht. Also, sie sieht schon so recht geil aus, ne? Na egal. So, wir fangen wieder an mit den Stoßstangen. Okay. Ja, okay, also das brauchen wir auf jeden Fall. Und vorne diese Lippen auf jeden Fall auch. Hier, ihr seht es halt, wie gesagt, da gibt es jetzt nicht so viele, ja, die... Also, der Auspuff schaut schon besser aus. Da gibt es jetzt hier nicht so viel zum Tunen einfach. Ja, den Carbon nehmen wir auf jeden Fall, weil dann kann man so coole zwei, so ein bisschen die Lackierung hier absetzen. Wir nehmen Metallic wieder. Und was nehmen wir? Ich stehe hier irgendwie so auf Weiß. Ich finde, das schaut echt nicht schlecht aus. Oder wir nehmen hier... Rot schaut dann natürlich auch richtig Hammer aus. Wir nehmen Rot. Rot. Passt. Dann Seitenverkleidungen. Da kann ich halt auch wieder nur dieses Tuning hier nehmen. Ein Spoiler. Boah, alter Schwede. Ja, wenn, dann nehmen wir den. Schön in Schwarz. Federung. Wir nehmen natürlich hier wieder ganz tief. So. Getriebe brauchen wir nicht. Felgen. Ja, die Felgen schauen schon so geil aus. Fenster. Super, das sieht man eh nicht, weil man eh immer nur offen fährt. Felgentyp. Sport auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich nehme... Nee, die anderen haben schon eigentlich recht gut ausgeschaut. Nee, ich lasse die. Die schauen schon wirklich gut aus. Reifenzubehör, was gibt es da nochmal? Schwarzer Reifen, ach so, das ist, wenn ich bremse oder so. Nee, aber auf jeden Fall passt. Da ist die nächste Karre auf jeden Fall mal getunt. Aber ihr seht es, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel bei einer Limo. Und deswegen wollte ich mich doch, ja Alter, die crashen da, auf Limos mich fixieren. Natürlich kann ich auch noch Muscle Cars machen. Alter, das ist hier wirklich eine Limo hier. Der ist der gleiche BMW. Muscle Cars kann ich natürlich auch noch tunen. Habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Oh, jetzt hier nur bloß nicht hier irgendwas crashen. Das wäre jetzt fatal. Ich glaube, der hat mich berührt, oder? Nee, sieht noch alles gut aus. Noch sieht alles gut aus. So. Sorry, Leute. Ja, dann fahr vor. Ich muss nämlich hier rein. So, stellen wir mal die nächste Karre ab.
So. Dann hätten wir die Karre jetzt auch schon mal getunt. War jetzt, wie gesagt, nicht, ja, nichts Spannendes eigentlich dabei. Aber ja, das sieht schon geil aus. Okay, hier steht eigentlich auch, ist auch eigentlich erst meine allererste Karre, die ich hier getunt habe drin. Die anderen stehen ja nur so blöd da. Und es kann sein, dass ich jetzt auch nur noch für eine Karre hier Platz habe. Deswegen wird es wahrscheinlich auch für heute die letzte Karre sein. So, dann schauen wir doch mal, dass wir auf jeden Fall noch eine Karre hier kriegen. Kommt hier irgendwie? Ah, hier kommt nur so ein Geländefuzzi. Nee, nichts Geiles am Start. Da muss ich mir mal schnell hier diese fucking Elektrokarre gönnen, um mir ein anderes Auto zu holen. Ach, die ist offen. Okay. So. Ihr hört es schon? Nein, ihr hört es eigentlich nicht. Kein Motorensound. So, hier stehen... Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Habe aber einen Stern am Start. Na, ganz toll. Hier. Der ist es. Der ist es. Oh, oh. Jetzt habe ich die Cops im Arsch. So, ja, und jetzt habe ich zwei Sterne am Start. Na super. Und jetzt mache ich das nämlich auf meine Methode, wie ich immer die Cops abhänge. Das ist nämlich recht einfach. Einfach nur fahren und schauen, dass ja, der kein Cop auf den Arsch geht. Ja, jetzt hat er mich schon wieder eingeholt, oder wie schaut's aus? Kann es ja bitte nicht sein, oder? Ja, da fährt auch schon wieder eine. Komme ich hier durch? Ja, sehr gut. Manchmal weiß ich das nicht, ob ich hier wirklich durchkomme. So. Nur ich weiß nicht, ob es die Cops hier hinschaffen. Ja, sie schaffen es hier hin. Sie sind tatsächlich so schlau. Naja, gut. Ist ja kein Problem eigentlich. Legen wir mal hier wieder links hoch ab. Ups. Ja, das war jetzt gleich kacke, dass ich da jetzt was gerammt habe. Da wären direkt die Werkstattkosten wieder ein bisschen höher. Aber wir haben ja Geld, ne? Also von dem her. Ich könnte jetzt auch noch hier umsteigen in den silbernen hier. Ach, keine Sterne mehr. Ah, das ist ja blendend. So. Karte. Und jetzt werde ich mich wieder hier zu der Sprühdose navigieren. Zack. Und ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Sind, glaube ich, schon wieder 13 Minuten um, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, dann bis gleich, ne?